In diesem Video werde ich euch das beste Pokémon für jeden der insgesamt 18 verschiedenen Typen in Pokémon Legenden Arceus vorstellen und euch erklären, warum diese Pokémon eigentlich die Champions ihrer Elementklasse sind. Oder waren? Naja, Legends spielt in der Vergangenheit, darüber kann man sich streiten. Ich meine, Viscogon hat sogar sein Haus verloren, in der Zeit ist einiges passiert. In dieser Liste werden übrigens keine legendären Pokémon vorkommen, zum einen, weil man diese normalerweise in einem Playthrough ohnehin nicht nutzen kann, und zum anderen, weil ich dann einfach sagen könnte, nun, das beste Pokémon für jeden Typen ist Arceus, denn mit der Tafel kann es jeden möglichen Typen annehmen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, yep, guter Content. Also starten wir mit dem Pflanzentypen. Doch zuvor noch ein kurzes Wort zum Sponsor des heutigen Videos. Ihr kennt ihn alle, nämlich Instant Gaming. Auf Instant Gaming findet ihr neben günstigeren Online-Mitgliedschaften und eShop-Guthaben auch eine große Auswahl an digitalen Games, unter anderem auch das kürzlich erschienene Switch Sports, günstiger als im normalen eShop. Also schaut gerne über den Link in der Videobeschreibung bei Instant Gaming vorbei. Und ja, ich gebe es zu, ich hätte niemals gedacht, dass ich Dressella mal als eines der besten Pflanzen-Pokémon in einem Pokémon-Spiel betitel. Aber was soll ich sagen? Es hat jetzt Beine! Hisui Dressella ist jetzt vom Typ Pflanze und Kampf und gerade der Kampftyp ist ziemlich gut für offensive Pokémon. Und offensive Pokémon sind bei dem simplen Kampfsystem von Legenden Arceus meiner Meinung nach auch gerade die Pokémon, die man unbedingt benutzen möchte. Das Coole an Hisui Dressella ist, es ist quasi ein physischer Counterpart zu seiner normalen Form. Während das normale Dressella nämlich eher speziell angreift, sehen wir bei den Statuswerten ganz klar eine Präferenz auf Geschwindigkeit und physischen Angriff. Mit starken Attacken wie Laubklinge, Nahkampf, Ablehtieb oder Gifthieb kann es diese Statuswerte auch hervorragend nutzen. Und dazu hat es noch wirklich starke Status-Moves wie Genesung, Schlafpuder oder die Signature-Attacke Siegestanz. Siegestanz erhöht nämlich sowohl den Angriff als auch die Verteidigung und steigert den Schaden aller Attacken nochmal um 50%. Somit ist Dressella in Legenden Arceus schon wirklich gut, aber ich glaube, in Zukunft könnte dieses Pokémon noch gefährlicher werden. Es ist auf jeden Fall berechtigterweise ein Königs-Pokémon. Machen wir weiter mit den Wassertypen und es freut mich sehr, hier meinen Lieblingsstarter aus der Hisui-Region zu nennen, und zwar Hisui Atmurai. Ohne Witz, ich finde generell, dass Hisui Atmurai das Beste ist, was der Ortoro-Reihe allgemein hätte passieren können. Es wirkt so viel mehr badass und gibt dem ganzen Pokémon deutlich mehr Charakter. Ich habe generell das Gefühl, dass viele Leute Atmurai seit Legenden Arceus deutlich mehr wertschätzen als zuvor. Und es gilt zu Recht als eines der besten Pokémon in diesem Spiel. Wasser und Licht ist zum einen ein sehr solides Typing. Der zusätzliche Unlicht-Typ tut Atmurai nämlich wahnsinnig gut. Es ist ein gutes Stück schneller als das normale Atmurai und Angriff und Spezialangriff wurden vertauscht, jedoch ist es auf beiden Seiten immer noch stark genug, um beides zu nutzen. Es beherrscht eine große Bandbreite an verschiedenen Attacken wie Eisstrahl, Vielender, Gift-Hieb oder Psychoklinge, mit denen es vieles gut treffen kann. Außerdem hat es auch immer noch Zugriff auf Wasserdüse, um potenziell ein bis zwei Züge mehr in der Zugreihenfolge zu erhalten. Denn ganz ehrlich, diese ehemaligen Prioritätsattacken sind in Legends absolut broken, aber dazu kommen wir noch. Außerdem bekommt man Otaro nun mal direkt zu Beginn des Spiels, also was will man mehr? Kommen wir nun zu einem Pokémon, das gleich zwei Titel abstaubt, und zwar den des besten Feuer- und des besten Kampf-Pokémon. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber ja, es ist natürlich Panferno. Denn ja, ich finde, bei beiden Typen gibt es kein Pokémon, das besser performt in diesem Spiel als Panferno. Es ist ziemlich schnell und relativ stark, nicht übermäßig, aber in allen Stats durchgehend solide. Dafür kann es ähnlich wie Atmurai sowohl physisch als auch speziell gut angreifen und verfügt auch in Legenden Arceus noch über eine gute Ansammlung an Attacken, mit denen es angreifen kann, wie Flammenblitz, Nahkampf, Donnerschlag, um Wasser-Pokémon zu treffen, Steinkante gegen Flug-Pokémon oder auch seine neue Attacke Flammenwut, die im Grunde ein physischer Wutanfall mit mangelnder Genauigkeit ist. Ja, die Attacke ist nicht wirklich gut, aber sie erinnert mich immer an diese ikonische Szene aus dem Anime und ich denke, Flammenwut fasst dieses Bild hier sehr gut zusammen. Aber der Hauptgrund, weshalb Panferno diese beiden Titel abstaubt, ist einfach diese absolut unfaire Kombination aus Tempohieb und Tempotechnik. Und diese Kombination ist der Hauptgrund dafür, dass ich sage, dass offensive Pokémon in diesem Kampfsystem absolut broken sind.
Denn in Legenden Arceus hängt die Reihenfolge, wie oft ein Pokémon angreifen darf, sowohl von der eigenen Geschwindigkeit ab, als auch von den Attacken und der Technik, die es einsetzt. Manche Attacken, sowie Tempo-Hieb, sorgen nämlich dafür, dass der Anwender wieder früher angreifen darf. Kombiniert man das noch mit einer Tempotechnik, kann man somit immer und immer wieder hintereinander angreifen. Panferno kann damit also teilweise ungelogen 5-mal hintereinander angreifen und dann mit einer super starken finalen Attacke den Kampf für sich entscheiden, ohne dass der Gegner zwischendurch irgendetwas tun kann. Das ist übrigens eine nette Taktik, die ich benutzt habe, um zum Beispiel in der Traumkampfserie hoch zu grinden. Und man kann Pamflan bereits im ersten Gebiet bzw. sogar direkt zu Beginn des Spiels durch eine Quest bekommen. Also ja, Panferno verdient sich definitiv hier den Titel für beide Typen. Machen wir weiter mit dem Elektro-Typen und auch hier habe ich eine Wahl getroffen, die ich so erst gar nicht erwartet hätte. Luxtra ist eigentlich in den meisten Spielen nicht das, was man als eines der stärksten Pokémon unbedingt betiteln würde. Ja, es hat über die Jahre viele neue Attacken dazugelernt, die ihm auf jeden Fall gut getan haben und der Angriffsstatuswert ist natürlich enorm. Aber in Legends hat es keine seiner guten Fähigkeiten wie Bedroher oder Adrenalin, auf die es zugreifen kann. Und es gibt noch einige andere Elektro-Pokémon wie Illivoltek oder Rotom, die in anderen Spielen für gewöhnlich auch besser sind. Aber wie schon gesagt, ist Legends ein deutlich simpleres Spiel und das kommt Luxtra sehr zugute. Es hat immer noch einen guten Movepool durch den Attackenlehrer, lernt starke Attacken wie Stromstoß, Knirscher, Knuddler und die Elementarzähne und der Angriffswert ist so gut wie immer. Und es ist auch nicht gerade das langsamste Pokémon im ganzen Spiel. Und dadurch, dass das Kampfsystem in Legends so viel simpler ist, können auch Konkurrenz-Pokémon wie Rotom viele ihrer nützlichen Tricks, die sie sonst gerne nutzen, nicht auspacken, wie zum Beispiel Irrlicht oder die Schwebefähigkeit. Außerdem kriegt man Shinux schon direkt zu Beginn des Spiels und damit hat man direkt einen treuen und starken Begleiter an seiner Seite, der den Mehraufwand, andere Elektro-Pokémon zu trainieren, quasi überflüssig macht. Ähnlich simpel geht es auch weiter mit dem besten Flugtypen und keine große Überraschung, für mich ist es Staraptor. Staraptor macht auch seit der Einführung in Diamant und Perl in jedem Playthrough eine gute Figur, auch wenn hier leider ebenfalls die Superfähigkeit Bedroher fehlt, aber das macht es mit seiner soliden Geschwindigkeit und dem hohen Angriff wieder wett. Gefolgt von dem zugegeben nicht sehr abwechslungsreichen, aber mächtigen Movepool, bestehend aus Risikotackle, Sturzflug, Nahkampf, um Stahl und Gestein Pokémon zu treffen und mit Ruheort kann es sich sogar selbst heilen. Man könnte auch hier wieder Ruckzuckhieb spielen, um die Zugreihenfolge zu seinen Gunsten zu verändern. Und derselbe große Pluspunkt wie bei Shinux, man bekommt auch Staralili sehr früh zu Beginn des Spiels. Machen wir weiter mit dem besten Normal- und Boden-Pokémon, denn ja, auch diese beiden Typen gehen wieder vereint an ein Pokémon und es ist vermutlich eines der absolut besten neuen Pokémon, das mit Legenden Arceus eingeführt wurde. Die Rede ist hierbei von Ursaluna. Ich meine, schaut euch die Statuswerte von diesen Dingen an. 130 KP, 140 Angriff und immer noch solide Verteidigungswerte? Zumal das Typing auch gar nicht mal so furchtbar ist. Es bietet zugegeben nicht viele Resistenzen, aber auch nicht so viele Schwächen und sogar zwei Immunitäten. Man möchte Ursaluna eigentlich gar nicht so viel Power zuschreiben, wenn man bedenkt, dass es das ganze Spiel über so guckt. Danke für diesen Beitrag, Ursaluna. Aber wie sagte meine Mutter immer so schön, man sollte nicht nach dem Äußeren gehen, sondern nach Statuswerten und Movepool. Oder sowas ähnliches. Und apropos Movepool, dieser ist ebenfalls insane. Ursaluna lernt gute Stab-Attacken wie Risikotackle, Pferdestärke oder Schmetterramme. Zugegeben, letzteres ist ein schlechteres Erdbeben, aber Erdbeben gibt es in diesem Spiel nicht. Es hat darüber hinaus noch eine Wahnsinns-Coverage mit allen Elementarschlägen, Steinkante, Knuddler, Dunkelklaue und sogar Protzer, um Angriff und Verteidigung noch weiter zu erhöhen. Zugegeben, Ursaluna ist sehr umständlich zu bekommen, aber die Mühe lohnt sich alle Male. Bei diesem Bär handelt es sich um ein kaum bezwingbares Monstrum. Weiter geht es mit dem besten Käfer-Pokémon und hier habe ich mich für Cherox entschieden und auch hier, sind wir wirklich überrascht darüber? Cherox ist seit langem in nahezu jedem Pokémon-Spiel das beste Käfer-Pokémon. Ich habe auch Scaraborn oder Axanto hierfür in Betracht gezogen, aber es gab einfach für mich zu viele Gründe, die für Cherox gesprochen haben. Angefangen mit dem Typing. Käfer und Stahl ist eine fantastische Typenkombination. Man hat zwar eine vierfache Feuerschwäche, aber das ist auch zum einen die einzige Schwäche und man hat sehr viele Resistenzen. Außerdem hält Cherox auch gut was aus und mit einem 130er Angriffsstat ballert es auch ordentlich rein.
Der Movepool, zugegeben, ist etwas eingeschränkt, aber sehr, sehr mächtig. Mit starken Stahl- und Käferattacken sowie Nahkampf als Coverage-Move hittet es sogar andere Stahl-Pokémon. Außerdem kann man es bereits recht früh bekommen, da man Sichlor bereits im ersten Gebiet fangen und sich mit Dankbarkeitspunkten dann beim Tauschstand den Metallmantel holen kann. Nur der Patronenhieb ist leider nicht mehr so ikonisch, wie das in anderen Spielen ist, da Prio-Attacken, wie schon gesagt, hier anders funktionieren. Und Cherox hat auch leider keine krasse Technikerfähigkeit mehr, aber dennoch ist es für mich aus den eben genannten Gründen das beste Käfer-Pokémon. Kommen wir nun zum besten Gift- und Geist-Pokémon und auch dieses Pokémon ist durchgehend seit langer Zeit in allen möglichen Spielen einer der absoluten Favoriten. Die Rede ist hierbei von Gengar. Ja, auch Gengar wird hier wieder den Titel in beiden Typen-Kategorien sichern und ich sage mal, es war interessant, sich mit dem Geist- und dem Gift-Typen zu beschäftigen. Bei Gift dachte ich zunächst sofort an X-Bud, denn es ist schnell und relativ stark und kann sehr von dem Kampfsystem in Legends profitieren. Dann sah ich jedoch, dass X-Bud in diesem Spiel nicht eine vernünftige physische Flugattacke lehrt. Und kommt mir nicht mit Aeroas. Beim Geist-Typen dachte ich auch zunächst an sowas wie Traunmagil oder Hisui Tornupto, aber nichts davon kommt in Sachen Tempo oder Power an Gengar heran. Ich meine, eine 110er Initiative-Basis und eine 130er Spezialangriffsbasis, damit können sich nicht viele Pokémon messen. Außerdem beherrscht es immer noch viele gute Attacken wie Spukball und Matschbombe und eine ziemlich breit gefächerte Coverage aus Attacken wie Energieball, Donnerblitz, Zauberschein oder Psychokinese. Ich wollte übrigens erst in meinem Skript notieren, dass Gengar ein wenig darunter leidet, dass es keine Schwebefähigkeit mehr hat, aber die hatte schon seit Sonne und Mond nicht mehr. Keine Ahnung, ich glaube, da werde ich mich nie so wirklich dran gewöhnen. Aber ja, Gengar bleibt unverändert gut, auch in Legenden Arceus. Kommen wir nun zum besten Feen-Pokémon und hier musste ich wirklich lange überlegen, ob ich mich für Gardevoir oder für Togekiss entscheide. Beide Pokémon sind gleich schnell, haben eine gleich hohe Spezialverteidigung. Gardevoir ist ein bisschen stärker im speziellen Angriff, dafür hat Togekiss die besseren Defensivqualitäten durch höhere Verteidigung und KP. Die beiden sind also vergleichbar gut, aber für mich triumphiert Gardevoir in diesem Spiel aus einem einfachen Grund, und zwar dem Movepool. Togekiss kann viele coole Tricks aus modernen Pokémon spielen, wie Spotlight, Gainer oder Lebenstropfen, leider nicht umsetzen. Und ich meine, schaut euch Gardevoirs Moveset im Vergleich dazu an. Nicht nur, dass es Psychokinese, Mondgewalt und Aurasphäre per Level-Up erlernt, per Move-Tutor kann es so viele Attacken lernen. Alleine Donnerblitz und Eisstrahl sind eine großartige offensive Kombination, mit der man fast alles gut treffen kann. Außerdem ist es gar nicht so schwer, ein Gardevoir zu bekommen. Man kann Traster bereits im zweiten Gebiet fangen und es auf Level 30 bereits zu Gardevoir entwickeln. Eigentlich ist Gardevoir generell immer eines der besten Durchspiel-Pokémon überhaupt und das gilt auch für Legenden Arceus. Jetzt kommen wir zu einem sehr kniffligen Typen, ehrlich gesagt, und zwar dem Gesteinstypen. Und ja, es gibt nicht so viele wirklich gute Gesteins-Pokémon in diesem Spiel. Und hier habe ich sehr lange zwischen Rihornior und Axantor überlegt. Das Problem bei Rihornior ist natürlich das fürchterliche Typing. Gestein und Boden hat sehr viele Schwächen, sogar zwei vierfache Schwächen und es verfügt auch nicht mehr über die Fähigkeit Felskern, um diese Schwächen ein wenig zu kompensieren. Axantor hingegen hat nicht so viele Schwächen, aber auch generell keine guten defensiven Qualitäten, während Rihornior mit vielen KP und einer sehr soliden physischen Verteidigung aufwartet. Außerdem hat Axantor ebenfalls nur einen sehr eingeschränkten Movepool und genau hier kann Rihornior punkten. Ähnlich wie bei Gardevoir. Schaut euch an, was dieses Ding alles lernt. Wieso kannst du Flammenwurf, Donnerblitz und Eisstrahl? Das ist komplett sinnlos, aber so cool. Rihornior ist also trotz seiner Makel auch in Pokémon Legends ein wirklich grundsolides Pokémon und steht in eurem Team wie ein Fels in der Brandung. Ich gehe schon, ja. Entschuldigung. Das nächste Pokémon deckt ebenfalls wieder zwei Typen ab, und zwar Unlicht und Eis. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, die Rede ist hierbei von Sneebuna. Und hier habe ich eine ähnliche Argumentation wie bei Panferno. Sneebuna hat im Gegensatz zu Panferno kein speziell offensives Potenzial. Dafür ist es um einiges kräftiger auf der physischen Seite und sehr flink unterwegs mit einer 125er Initiative-Basis. Natürlich punktet auch Sneebuna durch einen sehr breit gefächerten Movepool, aber vor allem kann man mit Sneebuna genau dieselbe Taktik anwenden wie mit Panferno
Und zwar mit einer Kombination aus Eissplitter und Tempotechnik. Dadurch, dass Nibuna noch schneller ist, kann man ebenfalls teilweise 5 bis 6 Mal in Folge angreifen und dann mit einem starken Nachthieb oder ähnlichem den Gegner besiegen. Und wie schon gesagt, das ist absolut OP und in vielen Bereichen des Spiels gut nutzbar, wie zum Beispiel in der Traumkampfserie. Und wenn ihr beide Pokémon im Team habt, ist das quasi schon ein wenig unfair. Das einzige Manko an Nibuna ist, dass man es nur über die Raumzeitverzerrungen bekommt. Da muss man also ein wenig Geduld mitbringen, aber vertraut mir, es lohnt sich. Wir kommen nun zum besten Psyche-Pokémon und ehrlich gesagt, auch dieser Titel wäre für mich beinahe an Gardevoir gegangen. Aber wie schon gesagt, ist Pokémon Legends, was das Kampfsystem anbelangt, ein sehr simples Pokémon-Spiel. Und somit habe ich noch ein Psycho-Pokémon gefunden, das noch schneller und noch stärker als Gardevoir ist, und zwar Simsala. Simsala ist viel schneller als Gardevoir und ein gutes Stück stärker. Natürlich fehlt ihm hier der starke Feentyp, aber es hat trotzdem immer noch eine super Auswahl an Attacken, wenn man den Move-Tutor darum bemüht. Und wie schon so oft, großartigerweise kann man Abra bereits sehr früh im Spiel fangen, sofern man es denn erwischt. Okay, dieses Mal kriege ich dich, Abra. Du wirst dich nicht nochmal wegteleportieren. Oh mein Gott, warum hast du mich? Tja, kurz aber schmerzlos, was soll ich dazu noch sagen? Simsala ist eines der schnellsten und speziell offensiv stärksten Pokémon im gesamten Spiel. Doch sprechen wir nun über den stärksten Drachen. Und ich meine, das Ganze hier spielt in der altertümlichen Sinnoh-Region. Und wenn man an Sinnoh und Drachen-Pokémon denkt, dann gibt es natürlich nur einen ganz klaren Favoriten, der einem hier in den Sinn kommen kann. Und zwar Hisui Viscogon. Ja, ich weiß, Knackkack ist eigentlich die naheliegendste Wahl und es ist auch nicht schlecht, aber wenn man bedenkt, wie spät man es bekommt und dass es in diesem Spiel nicht mal Erdbeben lernt, fällt es mir doch etwas schwer, den Schneckendrachen nicht vorzuziehen. Denn ich hatte Hisui Viscogon in meinem Durchspielteam und es ist unglaublich stark. So stark, dass es für mich nicht nur den Titel des besten Drachen, sondern auch des besten Stahl-Pokémons annimmt. Drache Stahl ist schon ein fantastisches Typing, was Pokémon wie Dialga oder Duraludon öfter bewiesen haben. Aber schaut euch mal die Statuswerte an. Eine 150er Spezialverteidigung, 100 in Angriff und physischer Verteidigung und immer noch 110 im speziellen Angriff? Die Basiswertsumme von Viscogon liegt natürlich wie bei allen pseudolegendären Pokémon bei 600. Aber die Verteilung, das ist absolut krank. Dazu kommt noch der Wahnsinns-Movepool. Unter anderem hat es Zugriff auf Attacken wie Flammenwurf, Eisstrahl und Donnerblitz, was grundsätzlich immer schon ein gutes Zeichen für einen breit gefächerten Movepool ist. Stahlstrahl, Eisenschädel, Drachenpuls oder Draco Meteor sind dahingegen wichtige Stab-Attacken für Viscogon. Und Viscogon hat in diesem Spiel auch eine neue Attacke bekommen, und zwar Refugium. Und Refugium ist auch ziemlich mies, wenn man ehrlich sein soll. Diese Attacke erhöht sowohl die Verteidigung des Anwenders und sorgt dafür, dass mehr Attacken des Gegners daneben gehen. Das kann so ein guter Setup-Move sein. Bei einem Pokémon, das so viele gute Attacken lernt, so viel aushält und so hart austeilen kann, ist es ehrlich gesagt kein Wunder, dass es gleich zwei Typen einnimmt. Aber der ausschlaggebendste Grund: es ist einfach viel zu süß, wenn es sich in sein Schneckenhaus verzieht. Ich liebe den Schneckendrachen. Und falls ihr neben den besten Pokémon für Legenden Arceus noch mehr über die seltensten Pokémon erfahren möchtet, dann klickt doch gerne einmal hier oben auf dieses Video. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.